Guten Tag, meine lieben Leute. Ich befinde mich hier in Don Domini's Currywurst entfernt. Ja, genau. Genau derselbe Ort, zu dem wir auch am Fantreffen gehen werden. Und, Ja. Bist du sicher, dass das ein 2 ist? Ich hab's nicht gemacht, weil die Kollegen das gemacht haben. Und ich werde gleich mal die 3 Plus probieren. Die 3 ist schon übel, aber die 3 Plus muss ich mir dann natürlich nochmal antun. Sozusagen als Training für das Fantreffen. Ja. Und ich dachte mir, ich halte das mal fest, wie ich dann da am Abrauchen bin. Isabel ist selbstverständlich auch mit mir hier. Aber Isabel reicht die Stufe 1. Denn ihre Geschmacksnerven sind ihr heilig, wie es auf der Tafel heißt. Jetzt warten wir erstmal, bis die Currywurst gleich da ist und dann schauen wir mal, ob ich das Ganze überlebe. Wir werden es in ein paar Sekunden sehen. So, da ist sie. Riecht schon mal sehr gut. Schauen wir doch mal, wie die schmeckt. 3 plus, ne? Also theoretisch 1, 2, 3, 4, 5. Stufe 5 wäre das theoretisch. Ja. Der Halbstark. Das passt ja zu mir. Ja, Schärfe kommt. Uiuiui. Das ist eine andere Schärfe wie die 3. Das ist, Ui. Ich versuche mal zu heulen für euch. Aber schauen wir mal, ob das diese Wurst zu dem Stamm jetzt bringt. Das geht noch. Schmeckt gut. Noch. Das ist eine 3 Plus. Die kommt mir nicht so schlimm vor wie die letzte. Oh doch, jetzt merke ich es langsam. In der Kehle brennt es. Aber besser. Schön Soße drauf. Sieht man schon irgendwie was? Ja, ne? Nö, sehe ich nicht. Ich glaube, ich nehme mal so ein bisschen Pommes. Oh, die Arme. Mit viel Mayo. Geht schon. Also für die Leute, die gerne scharf essen, die werden mit der 3 Plus keine Probleme haben. Aber ich esse nie scharf. Außer hier. Na, komm her. Ist ja gleich geschafft. Oh, mir wird schwindelig. Das war bei der letzten auch schon so. Hui. Du hast dich alle so schwer angefangen zu heulen. Nee, geht doch. Und die ist gut. Tja, warum mögen Leute das, wenn es so scharf ist, dass es schon fast wehtut? Das ist die Frage. Nimmst du überhaupt noch auf? Ja. Du musst das doch festhalten. Ja. Für die Nachwelt. Willst du mal, komm, hier so ein ganz kleines Stück. Nein. Mit wenig Soße. Nein, lass das, ess du das selber. Ja, okay. Also beim Fantreffen 3 plus plus. Ganz klar. Wenn ich ein bisschen mehr Selbstbeherrschung hätte, könnte ich diese Symptome auch verstecken.
Weil es ist echt noch zu ertragen. Das war's. Letztes Stück. Oh. Seht in das Auge der Wahrheit. Ich habe soeben eine 3 Plus gegessen und es war schön scharf, aber es war auch noch lecker. Gut, und hier der Beweis. Da steht extra 3 Plus drauf. Und ich habe das nicht vorher drauf gemacht. Gut, das war die 3 Plus und sie war lecker. Ich hoffe, dass einige unter euch sind, die ein bisschen mehr vertragen, denn da werde ich dann sehen wollen, wie Leute die 4 essen zum Beispiel, ohne umzufallen. Oh, die Pommes so. Oh. Wenn man scharf gegessen hat, dann erscheinen die Pommes so, als wenn die mega heiß wären. Oh. Das tut die Zunge richtig weh. Gut. Eigentlich ist das eher ein Infovideo für euch gewesen. Und zwar Fantreffen. Bleibt alles soweit. 9.7. bis 12.30 Uhr am Bahnhof, vor dem Bahnhofsgebäude, und danach bei Meckes, wie gesagt, essen. Dann fahren wir in den Zoo, weil dieses Currywurst Inferno ist direkt neben dem Zoo praktisch. Außer es ist schlechtes Wetter, dann lassen wir das. Alter, wie lange geht denn da noch? Und dann wollen wir mal sehen, wer hier die nächsten Eier hat. Ich werde es bestimmt nicht sagen. Ich auch nicht. Ich werde übrigens das so machen, dass niemand höher als 4 Plus gehen darf. Weil ich will hier keinen vom Krankenwagen abholen müssen und mich dann vor den Eltern verantworten müssen. Was hört nicht mehr auf? Ich war ein bisschen ruhiger. Und das wollte ich euch nur sagen. Ich werde jetzt die Kamera ausmachen, weil es langsam echt weh tut. Wir sehen uns am 9.7. Bis dahin. Alles Gute.